Liebe Kolleginnen und Kollegen hier aus Deutschland, aus dem Edelstahlbereich, aber auch an alle Kolleginnen und Kollegen, die davon betroffen sind in Europa. Bleibt hart, bleibt standhaft, wehrt euch. Wir wehren uns gemeinsam. Wir sind dabei, eine europäische Lösung für das ganze Problem anzustreben. Wir werden die Arbeitsplätze verteidigen und werden dafür sorgen, dass auch in Zukunft Edelstahl in Europa produziert wird.